Hallo Leute, willkommen zurück bei World of Warcraft mit Toru Sternfuß. Wir werden auch schon angegriffen von den Hosen. Hosen von Fefang. Fefang. Ah ja. Das müssen wir natürlich auf unsere Art und Weise lösen. Eins, zwei, drei und weg ist er. Yi, Feuerpfote hat... Oh, Weißwurst ist auch am Start. Dabei ist er gar nicht weiß. Was für eine Ironie des Lebens. Yi, Feuerpfote hat etwas zu sagen. Lasst uns reinhören, was er möchte. Zögert nicht. Seid gegrüßt. Ihr seht selbstsicher und zuversichtlich aus. Das gefällt mir. Ich habe einige recht beeindruckende Gerüchte über euch gehört. Wenn ihr nur halb so fähig seid, wie man sagt. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein werden. Das sehe ich auch so. Was sollen wir machen? Der Weg der Huo Jin. Wir nennen diese teuflischen Affen, die über die Siedlung herfallen, Hosen. Normalerweise bleiben sie unter sich. Aber sie spüren, dass irgendetwas Schlimmes bevorsteht und fangen deshalb an, sich Vorräte zusammenzustehlen. Für ein Problem wie dieses gibt es nur eine Lösung. Eine drastische Lösung. Diese Affen werden verschwinden, wenn wir sie dazu zwingen, unsere Siedlung und damit diejenigen, die wir lieben, nicht zu verteidigen, wäre das wahre Verbrechen. Das ist der Weg der Huo Jin. Ha, Hu. Ich verstehe. Tötet 8 Fefeng-Angreifer. Alles klar. Das kriegen wir hin. Die Dame verteidigt ihr Haus. Erfolgreich, wie wir sehen. Da wollen wir direkt mal mitmachen. Ah, hier haben wir den ersten Kandidaten. Hier oben hängt der zweite. Und Level up, bam. Schon Stufe 4. Jetzt sind es nur noch... Momentan, Legion ist ja noch nicht draußen. 96 Stufen und dann können wir endlich raiden. Oh. Naja. Wir genießen den Augenblick mit den Äffchen. Das ist uns viel wichtiger. Und die Hälfte ist schon getan. Wenn der Hausputz doch nur so schnell gehen würde, wie ein paar Affen zu verkloppen. Und immer ein Bierchen in der Hand. Die Jungs, die wissen, was gut ist. Unruhe und Bierchen. Das ist ja wie in der Disco. Letzte Runde, wer will nochmal? Ah, hier hinterm Baumstamm. Aber uns entgeht gar nichts. Wir sind am Start. Einen nehmen wir noch. Oh, hier, der Dame müssen wir helfen. So geht das nicht. Oh. Ah, wo gerne, 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 gerne. Gerne. Wo ist es? Gern. Hm, oder? Man kann auch gern sagen. Huhn, bla, bla. Winkens. Finde ich jetzt gerade nicht. Dann tschüss. Tschüss ist genauso gut wie gerne. Geht in eine andere Richtung. Aber was soll's. Aber wenn man gern... Ach, gern ist wie danke, oder? Es war mir eine Ehre. Gern geholfen. Nee, aber danke ist... Danke. Sorry, ihr hört wahrscheinlich auch meine Tastatur. Ihr dankt. Hm, komisch. Auf jeden Fall haben wir die Quest beendet. Schön, euch zu sehen. Der Weg der Huo Jin. Bam, bam. Ihr werdet, ihr habt aber Mumm in den Knochen. Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen. Alles klar. Willkommen. Zwei neue Aufgaben. Mein Gott. Eine schließen wir ab und zwei neue kommen dazu. Das ist doch verrückt. Das Feuer entfachen. Nun, da diese Angelegenheit erledigt ist, lasst uns also beginnen. Huo, der Geist des Feuers, hungert nach trockenen Hartriegelwurzelspänen. Was für ein Wort. Hartriegel wächst im Wald südlich des Dorfes. Ihr solltet ein
Es sollte euch ein leichtes sein, ein paar Wurzeln zu sammeln. Die Flammen schüren. Das Eigenartige am Wind ist, dass es durchaus schwer sein kann, ihn in die Finger zu bekommen. Meiner Meinung nach ist die beste Methode, eine Art lebendigen Wind zu finden. Wenn er mir eine verpassen kann, dann kann auch ich ihm eine verpassen und er wird mir nicht einfach davonwehen. Macht euch auf den Weg zum Schrein der Sommerbrise und beschwört mit diesem Windschein einen solchen lebendigen Wind. Bezwingt ihn, entnehmt ihm eine flatternde Brise und kehrt zu mir zurück, damit wir entscheiden können, wie der nächste Schritt aussehen wird. Beschafft eine flatternde Brise, alles klar. Und dafür gibt's Füße, da sagen wir nicht nein. Der Affe, der nervt uns hier ein bisschen. Sorry, wir haben keine Zeit für dich. Haben wir eine Axt im Rücken? Auch nicht schlecht. Ziemlich gefährlich hier als Pandaren-Schurke. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Im Tal der anbrechenden... Wie heißt das Ding? Im Tal des anbrechenden Morgens. Ja, man muss auch wissen, wo man sich befindet, falls man den Weg zurücksucht. Vielleicht essen wir auch erstmal eine Kleinigkeit. Kleiner Zuckerrohrstängel. Ach, die essen immer so göttlich. Schaut ihn euch an. Meditieren und essen. Sehr cool. Oh no. Wer stört uns denn hier wieder? Das war doch gerade so meditativ. Naja, egal. Okay, zurück zur Arbeit. Boing, boing, boing. Gummibären. Hüpfen hier und hüpfen überall. Das sind die Gummibären. Lebendige Luft beschwören. Wir sind dabei. Lebendige Luft. So sieht sie also aus. Na? Und da haben wir die flatternde Brise. Je fester ihr zupackt, desto mehr versucht sie euch zu entwischen. Okay, dann packen wir nicht fest zu. Aber packen genauso sehr zu, dass sie uns nicht entwischt. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Wir sollen einen Feuergeist besänftigen, motivieren mit uns zu kommen. Also brauchen wir ein bisschen Holz. Aber von den Affen gibt es hier echt jede Menge. So. Zwei... Und das dritte folgt sogleich. Das war ein kleiner Reim. Ich hoffe, das ist wenigstens ein bisschen deutlich geworden, auch wenn der so schlecht war. So. Drei. Vier, 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 vier. Und dahin. Da ist schon wieder der nächste. Ich bin froh, wenn wir hier weg sind, Leute. Vier. Vier. Fünf. Na? Jetzt haben wir wieder alles erledigt. Wir haben einen richtigen Run. Aber wir können uns noch nicht unsichtbar machen. Unsichtbar werden wir... Ne, Berufe. Ah, hier. Hä? Wir sind noch Schurke. Zauberbuch? Werden wir nicht unsichtbar? Ach nee, hier unten. Ah. Verstohlenheit. Mit Level 5. Sehr cool. Dann sind wir auch gleich bereit und tauchen in die Schatten ein. Und kein Affe wird uns je wieder angreifen, weil wir immer aus der Dunkelheit von hinten mit unseren vergifteten Dolchen. Nein, okay, wir sind ein lieber Schurke. Wir machen sowas nicht. Wir helfen den Panda-Damen über die Straße. So, das Feuer entfachen. Ich hoffe, dass ihr euch nicht zu fein seid, euch die Hände schmutzig zu machen. Nein, das sind wir nicht. Toru, Sternfuß. Ihr seid zurück. Und wie ich sehe, habt ihr die Wurzel mitgebracht. Ihr seid kein Kerl, der lange fackelt, was?
Das stimmt. Die Flammen schüren. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ist es unsere Pflicht, sie zu ergreifen. Eine Entscheidung im Nachhinein zu bezweifeln ist genauso viel wert wie gleich aufzugeben. Da ist was Wahres dran. Ihr wisst, was es heißt, eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Ich denke, dass wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, Toru Sternfuß. Und wir kriegen unsere neuen Treter. Wow! Endlich nicht mehr barfuß rumlaufen. Und wir sind Level 5, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Stealth Mode activated. Na? Wer sieht uns? Ich sehe uns auf jeden Fall nicht. Da sind wir. Oh, wir haben Besuch. Wie heißt die Dame? Trinixa. Okay. Oh, manchmal, je nachdem, kennt ihr das, manchmal denken sich Leute so verrückte Namen aus oder mit 1000 Sonderzeichen. Dann kann man den Namen gar nicht lesen. Aber hier ging es ja jetzt eigentlich noch. Meister Shang-Chi, der Wächter des Geistes. Ihr habt euch soweit gut geschlagen, mein Schüler. Ihr seid im Besitz der benötigten Materialien, um Ruhe den Geist des Feuers neu zu entfachen. Er erwartet euch in der Höhle im Südwesten. Aber er wird von Meister Li Fei bewacht, dem Pandan-Ältesten, dem ihr in der Höhle der Meditation begegnet seid. Ah, okay. Begebt euch mit den Opfergaben zu ihm. Beweist euch und findet dann Huo. Alles klar. Das machen wir. Wir gehen noch in die Verstohlenheit und mit dieser Aktion auf dem Weg in die Höhle. Oh, hier. Den nehmen wir noch mit. Ah, ne, Hinterhalt haben wir noch gar nicht. Oh, schade. An dieser Stelle mit dem Auftrag, in die Höhle des Bösen zu gelangen. Oder in die Höhle der Steine, wie es bei Harry Potter heißt, glaube ich. Verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und wir werden demnächst wieder mehr von Toru Sternfuß und seinen Abenteuern auf der Wanderninsel sehen. Und euch wünsche ich einen schönen Dienstag in der Hoffnung, dass bald wieder Wochenende ist. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.